So, Entschuldigung, ich muss wohl ab und zu mal. Jetzt fangen wir erstmal an, und zwar ist mir da eingefallen, das war noch in Neufinsdorf, also vor 1971, habe ich einen Stabilbaukasten geschenkt bekommen. Ich weiß noch nicht, ob der, das nun ein Westdeutscher war, also BRD kam, oder ob der in der DDR produziert wurde. Er war jedenfalls aus Aluminium, hatte Messingschrauben. Hat mir da schöne Sachen gebaut. Und heute denke ich mir, ich habe die Sachen immer fertig gebaut und dann funktioniert es irgendwie nicht mehr später oder so. Heute weiß ich ja, dass man mich unter Hypnose setzen konnte. Und dass man denn da sabotiert hat, damit das nicht funktioniert. Damit ich denke, ich bin besonders dumm. Und so war es in vielen anderen Sachen. Wenn ich mir mal was gebastelt habe, dann ging es nicht kaputt und dann haut es nicht richtig hin. Ich habe mich immer gewundert, weil ich habe es fertig und es halt nicht. Da hat man bei mir als Kind also schon daran gearbeitet, dass ich verstehe, dass ich nicht denken kann, sondern nur arbeiten kann. Das wollte man mir vorenthalten. Und ich zweifle heute dran, nachdem ich das alles so weiß, dieses ganze Stasi-Dilemma und so vom KGB gelernt, zweifle ich dran, dass sie damals erkannt haben, dass ich als Kind so gut bin. Also ich gehe die zweite Variante, die ich glaube ich auch mal geschrieben habe, irgendwo. Sie wollten mich sofort unter den Knut haben und ich sollte ein früher Arbeiter werden. Deshalb hat man mir die 2 Jahre gestohlen, meiner Kindheit. Also ich zweifle daran, dass man erkannt hat, was mit mir los ist. Weil man hat mich immer versucht zu ermorden oder ganz stark zu verletzen als Kind. Das hätte man da nicht gemacht. Das hat man erst viel später erkannt. Das ist eigentlich meine aktuelle Meinung. Ich möchte auch mal allen Ex-DDR-Bürgern sagen und natürlich da Osteuropa, ich sage mal lieber Ostblock, damit sich auch die Richtigen da angesprochen fühlen. Aber es ist ja eigentlich aus dem Blut raus. Also müsste das auch reichen. Dass man das systematisch gemacht hat. Ne? Also man hat wirklich den Menschen, oder auch in Osteuropa den Menschen, die Partei, hat sich immer hervorgehoben, dass sie schlau sind und alles können und alles richtig machen. Und alle anderen sind eben dumm und haben sich zu fühlen. So, man hat eben aufgepasst, dass man dann eigentlich auch nicht genug Bildung kriegt, um überhaupt irgendwas zu verstehen. Was ich dann auch besonders in Osteuropa als Problem ansehe, weil sie hatten ja nur ihre Sprache. Wir hatten das Glück, möchte ich mal den Ex-DDR-Bürgern sagen, dass es da noch ein zweites Deutschland gab, ein kapitalistisches. Da kann man nicht zerstören, was man sagt. Das haben die Osten ja gar nicht. So, und das möchte ich dann auch mal sagen, dass es wohl Standard war, dass es noch viel, viel schlimmer war. Das habe ich gar nicht so mitbekommen. Man braucht da im Osten auch keinerlei Angst haben und Berührungsängste. Es ist wirklich so. Wir nehmen Kinder aus ihrem Volk, die müssen gut sein. Weil wir haben nicht die Zeit, ihnen beizubringen, das, was man mit dem Geld macht. Also, dass sie sich da geistig entwickeln, nach vielen Jahrzehnten, dass man dann mit dem Reichtum vernünftig umgeht. Also, sie müssen gut und großzügig sein, damit sie das gleich vernünftig umsetzen können. Das ist ganz wichtig. Sie sind aus ihrem Volk, haben ihren Glauben. Sprechen ihre Sprache, was wollen sie noch mehr in der Nase? So, und das andere möchte ich mal den Socken sagen. Das ist meins. Das sind meine Ahnen da. Das habe ich von denen geerbt, dafür ich nur weiß, weil ich verwandt bin. Wenn da kein anderer ist, dann ist es meins. Ne? Warum? Weil die wurden ausgerottet, weil man deren Besitz wollte. Das gehörte nie den Kommunisten. Jetzt ist wieder meins. Ich möchte auch allen jungen Menschen sagen, so wie ich es immer mal gesagt habe, man muss das dann mitnehmen, wenn es kommt. Also das gefällt mir immer besser. Das sind riesige Immobilien, von denen meine Kinder und Kindeskinder was haben werden. Wir natürlich nicht. Wir stecken da jetzt erstmal kräftig was rein. Ne? Unter anderem auch unser Wissen und so weiter. Aber letztendlich haben wir dann schöne Immobilien, ne? Stimmt.
für unsere Kinder. So, wir werden sehen, was sich da machen lässt, und wir werden auch großzügig sein, und man braucht da im Osten dann keine Angst haben, ne? Dass er da nochmal einen Adel kriegt, also das mache ich auch hier nicht. Nicht in Vorpommern, wir nehmen schon Länder rein, wo keine Menschen drauf leben, ne? Weil das, ich suche sie mehr aus, die in meinem Königreich leben, ne? Es sei denn, ich muss noch Mecklenburg-Vorpommern übernehmen, aber das soll auch nicht für die Ewigkeit sein. Da müsste man mich schon ganz schön reizen, Lennart. Weil da sollen bloß die Socken raus. Weil ich habe meinen Königreich ein bisschen aufgenommen. Wie gesagt, das ist nicht mehr so erstrebenswert. Also, das wird sich sowieso bald mehr ganz schön ändern. Also Besitz, das ist nicht mehr das, was man näher will. Aber das ist eine andere Sache, oder? Trotzdem, im Osten stelle ich mir schön vor, erinnere mich noch an so einen Fürsten, hier Fürst von Walachei, glaube ich, hieß der, in Rumänien und alles andere so. Das wird schon interessant. So, wie gesagt, den Socken oder allen anderen möchte ich auch sagen, Pech, ne? Also, das Land gehört ihnen nie, das habe ich im Prinzip geerbt gekriegt. Und da bestimme ich drauf, was passiert. So, und ich habe ihnen das ja angeboten, was wir machen werden. Und das ist keine Mogelpackung oder irgendwie Schmu. Und das stimmt sowieso nicht. Genau das werden wir machen. Wir müssen sehen, was mit in ihrem Land los ist. Und dann bauen wir da was auf. Mit unseren Kindern, die wir von ihnen adoptiert haben. Die wir wahrscheinlich nie richtig hundertprozentig verstehen. Und das ist ja auch was anderes. Thank you.